Ich mag Wolken der Willen Mega Man ja auch nicht besonders. Das hat auch einen bestimmten Grund. Weil man da auch so schön tief fallen kann, wenn man Pech hat. Dafür fahren wir jetzt eine Runde Fahrstuhl und sind schon da. Das war jetzt eine kurze Fahrt. Aber wenigstens keine des den Gegner, die uns dabei stören wollen bei dieser schönen Aufwärtsfahrt. So. Ihr meint, wo ihr könnt wirklich mich irgendwie aufhalten? Nichts da. Nicht mit mir. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Ich hau ab. Und wenn einer von denen jetzt ein Leben gehabt hätte, das ist mir scheißegal. Geht mir gerade wirklich am Arsch vorbei. Es sind nur Leben. Ich meine, dafür habe ich ja momentan wirklich viel zu viele noch übrig. Aber ja, der möchte gern Gockel hier. Jemand schon auf Hühnersuppe. Ja, wobei, in Roboterform wird das wahrscheinlich nicht schmecken. Okay, ich hol mir das Leben. Da nehme ich gerne ein paar Schmerzen in Kauf. Ich meine, jetzt sind wir wieder bei 6 angekommen. Also, besser kann es doch gar nicht laufen. Okay, selbst diese Passage kriegen wir problemlos hin. Und wirklich, die schlimmste Stage haben wir ja wenigstens schon hinter uns. Also, sehr schlimm kann es echt nicht mehr werden. Die Wasserstage finde ich jetzt auch nicht so schrecklich in diesem Teil. Zumindest habe ich die auch nicht so schrecklich in Erinnerung. Kann nur sein, dass ich es jetzt falsch in Erinnerung habe. Ich werde es spätestens merken, wenn wir da dann gleich ankommen sollten. Ich weiß auf jeden Fall eins, dass dieser Typ hier gerade wieder brutal wird. Und mir natürlich mal wieder so schön viel Energie geraubt hat. Ich muss natürlich nur nach dem Buchstaben Ausschau halten. Ich hoffe nur nicht, dass sie hier wirklich irgendwo versteckt sind. Wobei eigentlich nicht. Eigentlich sieht man die. Ah, super, auch nur sowas. Ah, da war den nächsten Buchstaben, den kriege ich. Nicht ohne zu sterben. Aber ich habe ihn, das reicht mir also. Auch wenn ich gehofft hatte, dass ich das schaffen würde, dann direkt noch im richtigen Moment zu springen. Aber irgendwie klappte das nicht so. Ich habe zumindest versucht. Ja, den Buchstaben haben wir sicher, also von daher. Das ist verkraftbar. Ich habe jetzt nur gerade Angst vor diesen Viechern, die hier einfach mal von oben runterfallen. So, geschafft. Oh je, jetzt wollte ich mich. Ach du Scheiße, ja gut. Ich verstehe schon, jetzt wird's richtig übel. Links oder rechts, ich gehe rechts rum. Ist, glaube ich, schittiger, sind beide Wege gleich lang. So, sehr gut. Yay! Nichts kann mich aufhalten. Naja, zumindest nicht so lange es fies ist und mich einfach mal in den Abgrund schießen kann. So wie diese Dinger wieder hier. Aber selbst die kriegen es gerade nicht hin, weil die nicht schnell genug schießen können. Okay, der schon. So, Problem gelöst. Ah, fast. Und wir sind schon da, Leute. Wir sind schon beim Boss. Meine Güte, ich bin gerade überrascht, wie gut das läuft. Was können wir denn hier noch probieren? Wir können diesen Pfeil probieren, aber den brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Ich habe wirklich sowas Nee, ist auch egal. Was wollte ich jetzt gegen den überhaupt probieren? Ich versuch's erstmal mit dem Kristallauge. Ich probiere jetzt einfach erstmal alles. Gegen den Jigro Man. Okay, das ist schon mal nicht. Stern Crash. Das bringt gar nichts, okay. Ah je. Nein, das bringt wirklich nichts. Powerstein? Okay, das bringt genauso wenig. Gut. Wir machen sie ja traditionell. So, wenigstens sind seine Gyros auszuweichen auch nicht so schwer. Ja, super. Vor allem, wenn man dann vergisst, dass diese Dinger dann von oben kommen. Das ist dann natürlich sehr schlau. Ja, ich hab's bei mir vergessen, Leute. Ich weiß nicht wieso. Ich habe irgendwie in dem Moment an den Kopf, er kommt von oben nochmal irgendwo runter und ich muss abhauen. Fragt nicht wieso. Weil ich weiß selber gerade nicht, was mein Kopf da für Probleme gerade hat. Das ist echt nicht schwer, dieser Typ hier. Ich meine, den kann man wirklich sogar mit links machen. Ich könnte ihn sogar mit einer Hand besiegen. So leicht ist der. Muss man wirklich so sagen. Und dann, ich demonstriere das jetzt lieber nicht, wie das aussehen würde mit einer Hand.
Ich würde etwas komisch aussehen, definitiv. Okay. Na komm, so, das war's. Geschafft! Nur noch einer ist übrig. Dann hoffe ich nur noch, dass ich in der Wasserstage auch noch den Buchstaben finde. Dann haben wir nämlich das soweit. So, und ab geht's. Was kriegen wir diesmal? Falls wir es kriegen, muss ich auch noch anmerken. Den Gyro-Propeller und Rush Jet. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Und wir gehen ab zur Levelauswahl zur Wave Main Stage, damit wir sozusagen die alle abgehakt haben. Yeah. Wir sind bei Neptun angekommen. So, jetzt will ich nochmal kurz gucken. Es fehlen tatsächlich Waffen. Es fehlen tatsächlich Waffen, ich glaub's nicht. Dieser Deutsch-Patch hat definitiv einen Bug. Aber wie gesagt, es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, dass mir diese zwei Waffen fehlen. Vor allem, weil die eine Waffe sowieso nutzlos ist und einfach nur schrecklich. Ich mag sie echt nicht. Und die andere wiederum... Ja gut, die wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Na trotzdem. Ist ein bisschen blöd, wie, dass sie das so verhunzt haben. Nein, ich wollte die Energie haben. Ja, das Leben kriege ich jetzt auch nicht. Warum kann ich den Buchstaben hier nicht so verpassen? Das wäre dann schon mehr als gemein. In dieser tollen Wasserstage. Ja, wenigstens muss ich hier nicht schwimmen lernen. Wobei, ich meine sowas eigentlich doch in Erinnerung zu haben, dass es hier noch Wasserpassagen... Nein, viel schlimmer. Es gibt Seifenblasen. Auf die wir jetzt sozusagen nach oben reiten müssen, und zwar lebend. Ich bräuchte mal Seifenblasen, genau die. Damit wir hier rüberkommen, weil das muss ich nämlich, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Wir müssen auf dieser Seite jetzt sein. Ja, weil da will ich nämlich sonst sterben, wie ihr seht. Also habe ich nochmal richtig gut überlegt. Ich wusste nämlich, da war noch was. Ah, jetzt kommt auch eine sehr geniale Passage. Ich meine, das war sogar hier. Jetzt können wir nämlich hier eine Runde in einem Wasserboot fahren. Ja, das ist tatsächlich so. Yay! Diese Passage finde ich cool. Aber hier kann man den Buchstaben verpassen. Deswegen muss ich jetzt darauf achten, dass ich ihn nicht verpasse. Da müsste nämlich irgendwo leicht zu greifen sein. Das habe ich gerade noch irgendwie in Erinnerung. Wenigstens eines von wenigen Sachen, die hängen geblieben sind. Wow. Ja, dafür ist es gerade etwas ätzend, hier diesen Gegnern auszuweichen. Aber mir ist egal, wie viel Schaden ich jetzt nehme. Ich will nur den Buchstaben nicht verpassen. Deswegen achte ich jetzt gerade mehr drauf, als auf alles andere. Zumindest versuche ich das jetzt irgendwie. Okay, erste Passage geschafft. Jetzt wird es böse gegen einen Oktopus. Scheiße. Okay, komm her, Octorok. Lass dich niedermetzeln. Und das war's schon mit ihm. Okay, können wir weiterfahren? Achso, ich muss weiter steuern. Na toll. Na gut, weiter geht die Fahrt. Die wilde Fahrt. Und die lässt die Gegner, die einfach mal hier kommen. Im Prinzip kann man hier wirklich an dieser Stelle bleiben. Da kann da nichts passieren. Ist tatsächlich noch kein Buchstaben. Das beunruhigt mich bisher. Ich glaube, das ist sogar kurz vor Ende dieses Abschnitts. Na, wo ist dieser Buchstabe? Oder kommt er doch erst später? Da ist er! Und ich habe ihn verpasst. Komm, bring mich um, bring mich um. Dankeschön. Diesen Buchstaben will ich echt nicht da liegen lassen. Naja, wenigstens starte ich jetzt hier. Das heißt, wir dürfen diese komplette... Ja, Jet-Ski-Passage, kann man das so sagen? Oder was soll das für ein Gefährt sein? Oder Wasserboot, Schnellboot. Auf jeden Fall versuchen wir die jetzt noch einmal. Das war diesmal wirklich richtig. Diesmal wollen wir den Buchstaben definitiv mitnehmen. So. Die hat nämlich nicht auf. Die Boje nicht, die Sniper, Jetski, Joes nicht. Nein, nichts von alledem wird mich diesmal hier kriegen. Na gut, die Fische können in dem Fall vielleicht wieder ein Problem darstellen. Aber vielleicht habe ich ja Glück, dass noch mein Gegner hier ein Leben fallen lässt. Erstmal darf ich wieder Octopussy angreifen. Alles böse hier, alles lästig, alles gemein. Ach scheiße, das war zu früh. Aber trotzdem, wir haben es. Und jetzt versuchen wir wirklich, das E abzugreifen. Hoffentlich klappt es jetzt.
Prinzip muss ich nur irgendwie schaffen, da bei diesen Fischen zurechtzukommen oder mich irgendwie vorher treffen lassen. Ich bin gleich wieder tot. Eins von beiden. Na ja, gut, Energie habe ich erstmal wieder ein bisschen wieder. Damit ich das hoffentlich gleich auch schaffe. Mit dem E hier. Scheiße. Also entweder das oder ich werde jetzt gleich sterben. Yes, ich habe es. Sollst du noch am Ende des Abschnitts ankommen? Und dann können wir uns gucken, was wir quasi jetzt dafür gekriegt haben. Wenn ich sozusagen überleben sollte. Und wir haben es geschafft. Yay, so. Er läuft automatisch weiter, okay. So, jetzt sind wir hier und wir haben jetzt auf jeden Fall Beat bekommen. Ja, Beat ist eigentlich dafür da, dass er quasi jetzt sozusagen Gegner angreifen kann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Er kümmert sich jetzt sozusagen um die Gegner. Allerdings greift er nur an, sofern wir schießen. Das ist eigentlich ganz nett. Ist zwar nicht besonders nötig, aber es ist ein ziemlich cooles Gimmick. Na gut, wie viele Sekunden werde ich jetzt bei Waveman überstehen? Nicht viele, weil seine Angriffe scheiße sind. Die kommen mir nämlich gerade noch sehr gut in den Sinn. Na, was machst du als erstes? Eine Wasserwand, direkt auf mich. Ja gut, kann ich auch direkt gleich abhaken. Versuchen wir nochmal von vorne. Vielleicht weiß ich auch schon direkt seine Schwäche. Ich muss es mal kurz ausprobieren. Ich würde es mal mit Gyro-Attack versuchen. Wind gegen Wasser. Versuchen wir es mal, ob das funktioniert. Das funktioniert schon mal nicht, wenn ich daneben schieße. Okay, das war schon mal nichts. Wie sieht's mit Stern-Crash aus? Bringt auch nichts. Power-Stone? Bringt auch nichts. Kristall habe ich noch nicht ausprobiert. Naja, es ist nicht so schlecht, aber es wirkt noch nicht so gut. Nee, da bevorzuge ich dann doch lieber den normalen Buster. Versuche einfach seinen Angriff mir gekonnt auszuweichen, wenn es gelingen würde. Naja, ein paar Leben habe ich noch. Okay, ich versuche es nochmal mit voller Energie jetzt und mit vollster Konzentration. Weil sein Muster ist eigentlich auch sehr erkennlich. Erst macht er diese Wasserfontäne, dann schießt er und springt danach. Also schwer ist es echt nicht. Jetzt muss ich gleich nur im richtigen Moment springen. Damit er mich sozusagen nicht trifft und ich natürlich wieder getroffen werde. Natürlich. Ach, super. Scheiße. Ah. Okay, das läuft schon mal sehr bescheiden. Ich glaube, ich werde hier doch einen Energietank einsetzen müssen. Wenn es so weitergeht, auf jeden Fall. Es war voll in die falsche Richtung. Oh, Gott sei Dank habe ich es noch geschafft. Mit drei Energiebalken. Yay! Ich bin siegreich vorgegangen. Tja, somit haben wir jetzt alle Waffen, na gut, bis auf die zwei, die einfach nicht, einkassiert wurden. Merkwürdigerweise, ich find's aber echt lustig. Wir bekommen den die Wasserkanone. Naja. Brauchen wir zwar wahrscheinlich nicht, aber jetzt sind wir bereit für die Protoman Stage. Ich muss ja sagen, er hat ein sehr schönes Gebäude.